Hi, einen wunderschönen guten Tag euch heute am Tag danach, am Tag nach der Bundestagswahl. Das war ein langer Abend gestern. Wir haben den auch ein bisschen in einem Hangout begleitet. Den könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Wir, das sind unter anderem Daniela Hohmann, Wahlforscherin aus Mainz, die war dabei. Alexi Bexi war dabei und auch die Jungs von Was geht ab? Plus einige führende Mitglieder der Piratenpartei, die immer wieder zugeschaltet waren und vor Ort mit Oskar X von Du hast die Macht gesprochen haben. Also es war wirklich sehr spannend, hat mir extrem viel Spaß gemacht und wenn ihr wollt, wie gesagt, könnt ihr da nochmal reinschauen. Aber man muss sagen, den ganzen Abend lang war noch nicht klar, wie es denn jetzt am Ende tatsächlich aussieht. Denn zuerst kommen ja mal die Prognosen, dann kommen Hochrechnungen und irgendwann in der Nacht gibt es dann das vorläufige amtliche Endergebnis. Und das, was da drin steht in diesem vorläufigen amtlichen Endergebnis, das ist dann tatsächlich auch das offizielle Endergebnis. Das deckt sich eigentlich immer mit dem offiziellen, das dann in einigen Wochen bekannt gegeben wird. Also, wir haben jetzt ein vorläufiges amtliches Endergebnis, das in dieser Nacht veröffentlicht wurde vom Bundeswahlleiter. Und das können wir uns jetzt einfach mal anschauen. Laut diesem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die Union auf ihren besten Wert seit 20 Jahren, CDU, CSU zusammen, 41,5%. Den besten Wert, zumindest seit der letzten Bundestagswahl, schafft die SPD mit 25,7%. Es ist aber der zweitschlechteste Wert in der jüngeren Geschichte der SPD. Der allerschlechteste Wert in der Geschichte der Partei, der geht an die FDP mit 4,8%. Damit ist die FDP nicht mehr im Bundestag. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Die Linke ist die drittstärkste Partei im Bundestag nach CDU, CSU und SPD mit 8,6% und dahinter dann die Grünen mit einem enttäuschenden Ergebnis für die Partei von 8,4%. Gejubelt wurde bei der AfD, da hat man sich gefragt, schafft sie die AfD in den Bundestag oder nicht? Heute Nacht war dann klar, nein, sie schafft es nicht, aber sie kommt trotzdem auf 4,7% und das aus dem Stand, im März erst gegründet, jetzt also knapp am Bundestag vorbei an der 5%-Hürde. Das ist schon ein Erfolg für die Partei und kein Erfolg ist das Ergebnis für die Piraten, nachdem sie ja vor 2 Jahren noch so knapp um die 10% zum Teil in Umfragen lagen, haben sie nur 2,2% geschafft und schaffen es damit deutlich nicht in den Bundestag. Also ein Ergebnis, das doch überrascht. Überraschend ist vor allem das starke Abschneiden der CDU-CSU. Man hatte schon gerechnet damit, dass die CDU-CSU die stärkste Partei wird, die Union die stärkste Partei wird, aber dass sie so stark ist, dass sie sogar fast die absolute Mehrheit bekommt, das hätte niemand gedacht. Es war ja den ganzen Abend lang unklar, ob die CDU-CSU künftig sogar allein regieren kann, weil sie so viele Stimmen hat, aber irgendwann in der Nacht war dann doch klar, nein, es wird nicht klappen, da fehlen dann doch einige Prozentpunkte, ganz wenige Prozentpunkte an der Alleinherrschaft, an der absoluten Mehrheit, das klappt also nicht, aber da war selbst Angela Merkel gestern Abend sichtlich geflasht, im Fernsehen saß sie da und wusste erstmal nicht, was sie sagen sollte. Sie hat gesagt, naja, absolute Mehrheiten, das passt irgendwie nicht zur Bundesrepublik Deutschland und damit hat sie auch recht, selbst Konrad Adenauer, der große Konrad Adenauer, der ja wie so ein Patriarch, wie so ein König in Deutschland geherrscht hat, selbst der hatte zumindest auf dem Papier nie eine absolute Mehrheit. Er hat dann zwar mal ein Jahr lang mit der CDU, CSU allein regiert, aber so eine richtige absolute Mehrheit war das auch nicht. Also es wäre was ganz Neues gewesen, wäre, wie gesagt, denn es ist ja nicht so weit gekommen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter in Deutschland? Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, denn die FDP ist ja nicht mehr im Bundestag. Das heißt, die CDU, CSU kann nicht mehr mit der FDP regieren, was sie ja die letzten 4 Jahre gemacht hat. Aber auch die SPD und die Grünen haben zusammen keine Mehrheit, was ja der Plan von SPD und Grünen war. Das heißt also, wir haben jetzt die CDU auf der einen Seite, wir haben SPD und Grüne und Linke auf der anderen Seite. Die CDU, CSU allein hat keine Mehrheit. Aber, und das ist schon mal was Interessantes, die Grünen, die SPD und die Linke, die hätten zusammen eine Mehrheit. Die könnten zusammen regieren. Jetzt ist es aber so, dass die SPD schon vor der Wahl gesagt hat, nein, wir machen so eine rot-rot-grüne Koalition nicht. Peer Steinbrück hat das gestern Abend auch nochmal gesagt. Peer Steinbrück, Kanzlerkandidat der SPD, er hat gesagt, der Ball liegt bei Angela Merkel. Sie muss jetzt Mehrheiten beschaffen. Und das war eigentlich auch ein ganz deutliches Signal, so von wegen, nee, rot-rot-grün gibt's nicht. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich noch 2 Optionen. Nämlich einmal die CDU-CSU mit den Grünen, was eher unwahrscheinlich ist, oder auf der anderen Seite die SPD und die CDU in einer großen Koalition. Das ist die wahrscheinlichste Option, damit haben auch vor der Wahl viele gerechnet, dazu wird es wohl kommen. Das würde bedeuten, Angela Merkel würde Kanzlerin bleiben, die SPD wäre der sogenannte Juniorpartner, würde einige Minister stellen und wäre eben auch wieder an der Regierung, allerdings
ohne Peer Steinbrück, der hat schon vorher gesagt, nein, an einer großen Koalition beteilige ich mich nicht. Obwohl jetzt auch viele zu ihm sagen, Peer, mach's doch, du bist ein guter Mann, du solltest auch da mitmachen bei dieser großen Koalition. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, hoffentlich eher in den nächsten Tagen rausstellen, denn solange ist Deutschland erstmal zumindest ohne neue Regierung. Die alte Regierung ist erstmal weiterhin im Amt, bis es eine neue gibt. Also wir sind jetzt erstmal nicht ohne eine Regierung. Soweit die Fakten. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar und verständlich. In der Infobox findet ihr auch nochmal Links, die euch das Ganze ein bisschen verdeutlichen und anschaulich machen. Die große Frage, natürlich, die mir auch viele gestern Abend gestellt haben, ist, ja, was soll man denn davon jetzt halten? Also ich denke zuerst mal, es ist extrem krass, dass die CDU, CSU so viele Stimmen haben. Es sieht wohl auch so aus, die genauen Zahlen gibt es doch nicht, aber es sieht wohl auch so aus, dass sehr viele junge Leute die CDU, CSU gewählt haben. Und ich bin mir ganz sicher, und damit bin ich auch nicht allein mit dieser Meinung, das liegt an Angela Merkel. Also wenn man sonst mal Leute auf der Straße fragt, wer ist ein Mitglied bei der CDU, CSU, wen kennt man da so? Außer Angela Merkel fallen dann nicht viele Namen. Gut, Angela Merkel ist einfach wie so eine Königin in Deutschland. Sie ist sehr beliebt. Sie ist sogar fast beliebter als der Bundespräsident. Das muss man erstmal hinbekommen als Kanzlerin. Und da haben halt viele gesagt, ja, ich will, dass die Merkel weiterhin Kanzlerin ist. Deswegen diese vielen Stimmen. Auch wenn die CDU politisch, muss man sagen, in den letzten Jahren auch vieles verbockt hat, vieles nicht auf die Reihe bekommen hat. Und da eigentlich auch für hätte abgestraft werden müssen. Aber die komplette Strafe hat die FDP bekommen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja, wie gesagt, es gibt da diese Option der großen Koalition und ich muss auch sagen, das war auch vor der Wahl so mein Favorit. Ich habe mir gedacht, große Koalition wäre eigentlich das Beste. Man sagt immer, große Koalitionen sind schlecht für die Demokratie, weil es so eine kleine Opposition gibt. Aber für Deutschland wäre es, glaube ich, tatsächlich das Beste, CDU, CSU und die SPD zusammen an der Regierung. Es wäre die dritte große Koalition. Und wenn man mal guckt in der Geschichte, die letzten beiden großen Koalitionen waren nicht so schlecht. Die eine ist schon eine Weile her, das war in den 60er Jahren die Große Koalition. Die hat zum Beispiel damals die Schulden einigermaßen ausgeglichen und den Staatshaushalt, der ausgeufert ist, wieder so einigermaßen in den Griff bekommen. Die zweite Große Koalition ist noch nicht so lange her, die ist 2005 gestartet und die zweite Große Koalition hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Deutschland einigermaßen gut durch die Krise gekommen ist. Also auch da muss man sagen, ist es immer gut, wenn in solchen schwierigen Situationen zwei große Parteien zusammenarbeiten, weil die eben auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben und da einiges auf den Weg bringen können. Wir sind immer noch in der Krise, es gibt immer noch Situationen in Deutschland, bei denen man sagen muss, das geht einfach so nicht weiter und da ist vielleicht eine Große Koalition die beste Lösung, finde ich zumindest. Ich muss aber auch sagen, Große Koalition sollte es dann nur 4 Jahre geben. Danach sollte tatsächlich wieder eine andere Koalition am Ruder sein. Das ist also meine Meinung dazu, meine Meinung zur FDP. Die große Frage, braucht man die FDP überhaupt noch? Kann ich ganz klar sagen, die FDP, wie es sie momentan gibt, braucht kein Mensch. Ganz ehrlich, ist meine Meinung. Denn für was steht die FDP? In der öffentlichen Meinung steht die FDP dafür, irgendwelche Lobbyinteressen zu unterstützen, Hotelinteressen oder andere. Und da ist sicherlich auch einiges dran. Die FDP konnte einfach nicht klar machen, für was sie steht. Eigentlich hat die FDP ja einen sehr guten Grundgedanken und den gab es vor 20, 30 Jahren auch noch innerhalb der Partei, nämlich der für Bürgerrechte, für möglichst wenig Eingriff des Staates, für eine möglichst freie Wirtschaft. Das sind alles Gedanken, die ich ganz sympathisch finde, aber für die die FDP überhaupt nicht mehr steht. Und deswegen wurde sie auch abgestraft. Also so wie die FDP jetzt ist, könnte man sie auch abschaffen, finde ich. Wenn, dann muss sich die Partei grundlegend verändern. Ansonsten könnte man auch das, was die FDP wollte, auf einzelne Parteien verteilen. Das ist meine Meinung. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, was ihr denkt. Denkt ihr, es gibt eine große Koalition? Was haltet ihr davon? Sagt ihr, nee, große Koalition, ich bin eher für Rot-Rot-Grün oder vielleicht sogar für Schwarz-Grün, die Grünen und die CDU, CSU, obwohl die das vorher ausgeschlossen hatten, die Grünen. Sagt mir einfach eure Meinung. Ich bin sehr, sehr gespannt, da lässt sich kontrovers diskutieren. Und übrigens kann man auch diskutieren über die Wahl in Hessen. Auch da gibt es keine klaren Mehrheiten. Auch da wird es vielleicht eine große Koalition geben. Die Ergebnisse aus Hessen habe ich euch auch in der Infobox nochmal verlinkt. So. Und zum Schluss gibt es noch den Fail der Woche, zumindest aus meiner Sicht. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Da seht ihr Oskar X mit Marina Weißband von den Piraten zusammen. Oskar X gestern im Hangout. Die beiden machen mit bei uns im Hangout von gestern Abend. Dieses Foto ist erschienen auf bild.de. Und was drunter steht, könnt ihr ja hier selbst lesen. Da steht so sinngemäß drunter, hier sitzen zwei Piraten und einer vom anderen Stern. Tja, das sind nicht zwei Piraten, das ist eine Piratin und ein Reporter für den Hangout. So viel zur Rechercheleistung der Bild-Zeitung. Und damit euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder im Wochenrückblick am Sonntag. Macht's gut, bin gespannt, wie es weitergeht und bin auch vor allem gespannt auf eure Kommentare. Bis dann. Ciao.